Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 2. Ja, in der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft, einen hydroelektrischen irgendwas Ding zu finden. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie in den Reaktor kommen oder zum Reaktorkontrollraum, um das Ding zu reparieren. Ich werde mich jetzt hier einfach mal ein bisschen im Kernkraftwerk umgucken. Vielleicht finde ich hier jemanden, der mir helfen kann. Wer bist du denn zum Beispiel? Hallo, ich bin Jeremy. Ich bin hier für alle für den allmächtigen Vorratsschrank verantwortlich. Ich führe Buch über die gelagerten Vorräte. Allmächtig? Okay, vielleicht nicht allmächtig, aber verdammt wichtig. Was willst du? Ich brauche was von den Vorräten. Tja, wenn du was von den Vorräten willst, brauchst du ein Anforderungsformular. Hast du ein Formular? Nein, habe ich nicht. Und wo kriege ich so ein Formular? Tja, du könntest von Harold drüben in der Siedlung bekommen oder von Festus, gleich hier am Reaktorkontrollraum. Mir egal, wo du es hernimmst. Hauptsache, du besorgst eins. Keine Anforderungen, keine Teile. So läuft das eben. Okay, dann werde ich so ein Ding besorgen und ja, das Problem ist, ich komme nicht mal zum Reaktorkontrollraum und Harold spricht so mit mir, als wäre ich das erste Mal da. Hat hier keiner eine Karte für... Ach. Kriege ich hier irgendwo Schlüsselkarten her? Eine gelbe Schlüsselkarte. Okay. Ich nehme mir die einfach mal. Ihr habt da sicher nichts dagegen. Ich bin immerhin dabei, euren Reaktor zu retten. Dann verwende ich hier mal die gelbe Schlüsselkarte. Sehr schön. Ihr habt da auch nichts dagegen, das ist gut. So, und wie komme ich jetzt dahin? Ich glaube, ich folge einfach mal den gelben Sicherheitstüren. Und ich spreche auch mal mit jedem, der mir auf dem Weg begegnet. Ja. Alles klar. Da ist nochmal eine Tür mit einer 5. Wer bist du denn? Wie kommst du an dieses Teil? In diesen Teil des Atomreaktors? Ich habe einen Teil, mit dem du den Reaktor reparieren kannst. Hast du zufällig einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator dabei? Klar, kannst du ihn einbauen? Könnte ich bestimmt. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das könnte. Ist nämlich ziemlich kompliziert, einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator einzubauen. Hier ist der Regulator. Ich habe gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Okay, ich bin hier, aber ich bin echt nicht sicher, ob das was... ob das das richtige Teil ist oder irgendeine Falle. Ich bin viel zu wertvoll für so ein riskantes Spiel. Vielleicht sollte sich einfach jemand anderes drum kümmern. Später vielleicht. Okay, du willst also quasi nur damit sagen, dass du es nicht geschafft hast einzubauen. Alles klar. Es muss aber jetzt gemacht werden. Und du bist der Einzige, der das kann. Komm schon, die Zukunft von ganz Gecko hängt davon ab. Oder du hast wahrscheinlich recht. Es muss eine andere Möglichkeit geben, das Teil einzubauen. Ich glaube, wir haben Vic dabei. Das müsste schon irgendwie hinhauen. Ich
Nach der Aussage traue ich seinen Reparaturkünsten nicht wirklich. Und Harold hat ja sowas in der Art auch schon erwähnt. Alles klar. Dann schauen wir einfach mal weiter. Okay, hier ist noch eine gelbe Sicherheitstür. Um durch diese Tür zu kommen, brauchst du eine rote Keycard. Und wo kriege ich eine rote Keycard? Ich glaube, ich muss noch mal mit dir sprechen. Okay, ich schaue einfach mal in deinen Spind. Wenn du... Okay, hier ist nur Schnaps und Zeug drin. Wollen wir auf seine Fähigkeiten vertrauen? Okay, ich probiere es einfach mal. Weil wir haben keine rote Keycard. Das ist mit Sicherheit das richtige Teil. Ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Oh ja, hehe, das ist schon das richtige Teil. Aber ein primitives Modell, als ich normalerweise habe, das ist alles. Gut, dann kannst du es ja einbauen. Ich glaube nicht, dass die Leute von Bunkerstadt so sehr uns so sehr lieben. Ich würde ihnen glatt zutrauen, dass sie in dem Teil eine Bombe versteckt haben. Vielleicht sieht es ja nur aus wie das richtige Teil und ist in Wirklichkeit eine Bombe. Mich kann man nicht so leicht austricksen. Ich werde das Ding nicht einbauen. Wenn das eine Bombe wäre, hättest du das mit dem technischen Sachverstand doch schon lang gemerkt. Installier das Teil einfach okay. Sie wären bestimmt nicht so dämlich, mich mit einer Bombe auszutricksen. Sie wissen ja, mit wem Sie es zu tun haben. In Bunkerstadt hat man oft von dir gesprochen, meistens in ehrfürchtigen Flüstern. Jetzt installier das blöde Teil schon. Okay, das kann sich noch ein bisschen ziehen. Okay, ich bin hier, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das das richtige Teil ist. Es muss jetzt gemacht werden. Zukunft hängt davon ab. War ziemlich schwer, aber ich habe es geschafft. Ich bin ein Held. Na, endlich. Endlich hat das geschafft. Und 4250 Erfahrungspunkte, das ist ordentlich viel. So, dann können wir jetzt zurück zu Harold gehen. Ein ganz schön paranoid, der Kerl. Festus. Eieieiei. Okay. Dann reden wir mal mit Harold, was der uns jetzt zu erzählen hat. Wie gesagt, ich hätte es Vic auch einbauen lassen, aber wir sind jetzt leider nicht Hochanständig durchgekommen. von dir, uns mit unserem Kraftwerk zu helfen. Wir stehen in deiner Schuld. Was kann dieser verrückte alte Kadaver hier für dich tun? Glatthaut, hallo Harold. Du weißt doch bestimmt, wo es eines der sogenannten Garten Eden Erstellungskits gibt. Ein Garten-Eden-Erstellungskit, ein Geg, meinst du? Ich kann mich erinnern, dass die Bunker welche hatten. Weiß aber nicht, wo du heutzutage eins finden kannst. Wie kann ich dir helfen, Grünsch? Hallo Harold, was machst du denn hier? Ich tue, was ich kann, um das Ganze hier zusammenzuhalten. Nur bei mir selbst gelingt mir das nicht so.
Also jetzt, wo du den Reaktor repariert hast, sieht es schon besser aus. Ich hätte nie gedacht, dass einer der Hohlköpfe von Bunkerstadt es dazu bringen würde, uns zu helfen. Ich wollte nicht, dass deine Stadt von Bunkerstadt zerstört wird. Hochanständig von dir. Nicht viele Glatthäute würden das für eine Stadt voller Ghouls tun. Du erinnerst mich irgendwie an eine Glatthaut, die ich vor Jahren mal kannte. Eine andere Glatthaut? Was meinst du damit? Eine andere Glatthaut? Hatte gehörigen Respekt vor dem da. Wer war das? Ich könnte mich vielleicht daran erinnern, wenn ich nicht tot wäre. Dieser Witz kommt einfach immer gut an. Genau. Also? Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern. Aber er trug einen seltsamen Anzug, so ähnlich wie deiner da. Und damit wären wir an dem Punkt, den ich am Anfang vom Let's Play schon mal erwähnt hatte. Sein Name ist in dem Fall sein... ihr Name, weil Harold hier gerade offensichtlich von Princess spricht. Ja, weil in Fallout 2 halt davon ausgegangen wird, dass man im ersten Spiel einen männlichen Charakter gespielt hat und deswegen wir treffen immer mal wieder auf die Spuren von Princess und es wird halt leider immer von Princess als Mann gesprochen, aber ja, es liegt schon ein paar Jahre zurück und die Geschichtsschreibung weist dann halt mal ein paar ihre Fehler auf. Ich trage den Bunker-Stadtanzug meines Vorfahren als Erinnerung an meine heilige Mission. Tatsächlich? Nun, das erklärt einiges. Ich habe mich schon gewundert, warum du mir so bekannt vorkommst. Ich habe doch wohl noch ein paar Tassen im Schrank. Sehen wir uns wirklich ähnlich? Naja, da ist schon eine Ähnlichkeit. Jedenfalls, soweit ich mich erinnern kann. Du musst wissen, dein Vorfahr hat uns alle gerettet. Der Bunkerbewohner hat die Ghouls gerettet? Du ziehst voreilige Schlüsse, Grünschnabel. Das wird dich irgendwann nochmal den Kopf kosten. Er hat uns alle gerettet. Das heißt, jeden Zweibeiner, der über diesen Planeten... Über diesen Planeten schlurft. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt weißt du's. Und was passiert als nächstes? Zum Dank schmissen die hochwohlgeborenen Bunkerlinge den Bunkerbewohner raus. Hab mich schon immer gefragt, was danach wohl aus ihm geworden ist. Also ich kann dir sagen, was passiert ist. Na, das würde ich gerne hören. Die Legende des Bunkerbewohners beginnt damit, dass er aus dem Bunker ausgestoßen wurde und durch das Ödland irrte. Du erzählst Harold die Geschichte deines Vorfahren. Und deshalb suche ich jetzt nach Bunker 13. Vielen Dank. Das hat mich die ganzen Jahre über beschäftigt. Dein Weg ist damit wohl vorgezeichnet. Weißt du... Was weiß ich? Nun, ich hatte mir die hier eigentlich für schlechte Zeiten aufgehoben. Aber mir scheint, du hast sie nötiger. Hier, nimm. Vielen Dank, aber da hätte ich noch eine Frage. Wie kann ich dir helfen, Grün? Alles klar, okay. Na gut, die Frage ist dann doch nicht so wichtig. Hallo Harold, ich bin nur auf der Durchreise. Mach's gut. So, was haben wir denn gekriegt? Super Stimpaks. Ja, sehr cool. 3 Stück gleich. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich habe hier noch einen anderen Ghoul, mit dem ich sprechen möchte. Leider konnte ich kein super Werkzeug besorgen. Deswegen kann das Ersatzteil fürs Auto, muss das Ersatzteil fürs Auto nochmal warten. Aber ich habe da jemanden, der aus Gier den Reaktor optimieren wollen würde. Hallo Magnus. Gordon, was machst du hier nochmal? Ich sammle wissenschaftliche Daten für Gecko und gebe sie an Harold weiter, aber das interessiert ihn meistens nicht.
Tut mir leid. Wirtschaftsdaten für was? Das hatten wir doch eigentlich, glaube ich, alles schon, oder? Die meiste Zeit sprach sie davon, den potenziellen Gewinn zu maximieren. Meinen potenziellen Gewinn. Ja, potenzieller Gewinn hört sich eher an, als ob du einfach nur gierig wärst. Ja, das hatten wir schon. Was für Informationen? Ja, da hatten wir es schon ausgetauscht. Dann würde ich jetzt aber sagen, schau mal zurück nach Bunkerstadt. Weil ich hatte gehofft, dass sie hier eventuell nochmal. Na, ich schau vielleicht nochmal hier in die Garage. Na, hier gibt es aber auch nichts Interessantes. Dann holen wir uns mal unsere Staatsbürgerschaft von Bunkerstadt ab. Die wir uns doch langsam definitiv verdient haben, nachdem wir ja zumindest nicht den Reaktor selber repariert haben, aber repariert haben lassen. Und das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Also wir sind mal wieder das vermittelnde Organ. Auserwähltes Wesen, der Geist unserer Vorfahren geleitet mich in die Welt der Träume, so dass ich deine Gedanken berühren kann. Unser Dorf leidet ohne das heilige Geg. Unser Leben liegt in deinen Händen wie in den Händen. Ja, aber ich bin doch auch schon ganz kurz davor, den Standort von Bunker 13 zu finden. Also, ich arbeite an der Mission. Stärker als je zuvor. Ach ne. Hier bitte sehr, Ausweis und die Durchsuchung natürlich auch noch. Und die Super Stimpaks sind auch keine illegale Ware. Und na okay, ich hätte vielleicht die gelbe Keycard wieder zurück. Hatten wir nicht schon eine gelbe Keycard? Keycard für den gelben Reaktor. Ah, gelber Sicherheitsschlüssel. Okay, dann gibt es hier irgendwo noch einen gelben Reaktor, für den ich eine Keycard habe. Ich hoffe jetzt nur mal, dass ich nicht durcheinander komme. Wie viel wiegen die eigentlich? Anscheinend gar nichts. Immerhin, dann kann ich sie zumindest alle dabei haben. Ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, also beim Durchsuchen von den, als ich die gelbe Keycard gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, sowas hatten wir doch schon mal. So, jetzt erstmal zu McClure. Ja, gibt es noch was, noch etwas, das du wolltest? Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Was würdest du gerne wissen? Ich habe Geckos Werk repariert. Wunderbar. Ich war besorgt, dass das Strahlungsgebiet uns eventuell zum Umziehen gezwungen hätte. Du musst für meine gut gemachte, musst für eine gut gemachte Arbeit belohnt werden. Hier ist deine Staatsbürgerschafts sind deine Staatsbürgerschaftspapiere. Falls du irgendwann etwas brauchst, komm wieder zu mir. Ich suche immer noch einen Weg, um das Kraftwerk zu optimieren. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich befürchte, mein Wissen über Reaktoren ist begrenzt. Vielleicht weiß einer der Techniker in Geckos Werk, wie man das Werk optimiert. Okay, vielleicht. Ich hätte aber noch ein paar andere Fragen. Nö, hatte ich doch nicht. Und damit sind wir jetzt offiziell Bunkerstadtbürger. Na, sehr cool. Dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge auch schon wieder gewesen sein. Dann schauen wir uns das nächste Mal in Bunkerstadt nochmal um. Vielleicht im Büro für Annehmlichkeiten.
Vielleicht können wir da interessantere Sachen jetzt kaufen. Und dann schauen wir uns natürlich auch nochmal die Vault hier an. Und mich würde immer noch interessieren, welche Vault-Nummer das einfach hat. Weil es ist offensichtlich nicht Bunker 13, also Vault 13. Aber man sieht leider auch keine Zahl auf den Bunkeranzügen, also auf den Vault-Anzügen. Das würde mich noch interessieren. Aber wie gesagt, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.